Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Im Jahre 2002 dachte sich Mario, nach all den harten Strapazen und den vielen Abenteuern wäre es mal Zeit für Urlaub. Im Spiel Super Mario Sunshine kommt dann aber doch alles anders. Ja, das Game erschien am 4. Oktober in Europa und konnte sich weltweit 6,31 Millionen Mal verkaufen. Damit ist es auf Platz 3 der All-Time GameCube-Charts. So ziemlich jeder dritte, ja, fast jeder dritte GameCube-Besitzer hat sich dieses Spiel hier geholt. Und den meisten hat's gefallen. Die Wertungen sagen, es ist ein grandioses Game. 92% hat es auf Metacritic und damals, als es rauskam, wurde es eigentlich auch mit Lob überhäuft. Es gab zwar auch Kritik, beispielsweise an der Kamera oder an der Sprachausgabe, den etwas schwachen Filmsequenzen, wobei zu der Zeit jetzt auch nicht allzu viel mehr möglich war. Die sind auch pre-rendered. Ja, und einige finden auch, dass das neue Feature, das werdet ihr gleich sehen, was damit gemeint ist, bisschen lästig ist und das Spiel generell nicht so wirklich erfolgreich ist als Super Mario 64 Nachfolger. Aber das sind eher, ja, die kleineren Stimmen, sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans gibt es halt eine kleine Gruppe, die das so sieht, das akzeptiere ich auch. Aber für mich persönlich ist es das beste 3D-Mario-Spiel aus den vieren, die es bislang gibt. Es ist auch das, was mich am meisten geprägt hat, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und das, was ich am häufigsten gezockt habe. Ja, Mario, ich weiß, ich laber wieder viel. Ist gut, komm. Legen wir los mit Super Mario Sunshine 100% Run in 1440p. Ich habe zwar noch ein altes Let's Play, das wird nicht gelöscht. Also dieses Let's Play hier, dieses HD-LP, wird koexistieren mit dem alten, ähnlich wie auch bei DKCR. Und nun, let's go! I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Mario, sei vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. So, so. Naja, also dem Flughafen geht's ja nicht so prächtig. Ich weiß nicht, können die sich keine Putzkraft leisten oder warum ist hier alles so ekelhaft schleimig? Zum Kotzen, aber naja. Mario ist ja da und der regelt die Sache. Nämlich mit dieser Apparatur hier. Power up complete.
thank you for purchasing this item from GAD Science Incorporated. Preparing to register customer information, scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dousing device. I hope to be of assistance. Proceeding with user instruction. Use the R button to shoot water from my tank. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the R button. Instructions complete. Proceed. Nein, ich brauche keine zweite Erklärung, danke. Ja, und damit haben wir ihn, den Dreck weg, 0817. Habt ihr bei der Erklärung ganz am Anfang nach unten links geguckt? Da in diesem kleinen Kästchen erkennt man, dass der Dreck weg uns wohl beobachtet hat oder irgendwie von unseren Abenteuern mitbekommen hat. Jedenfalls hat man da ganz unten links Szenen aus Marios alten Abenteuern gesehen. Etwa Super Mario Bros. Oder Mario 64 im Kampf gegen Bowser. Ziemlich geiles Easter Egg. Ja, und der Dreckweg 0817, der ist das große Feature von Super Mario Sunshine. Wir können nämlich mit Wasser spritzen, wir können aber auch durch die Gegend schweben und im Prinzip ist dieses Spiel im Großteil darauf aufgebaut, dass wir mit dem Dreck weg Schmutz beseitigen. Warum? Weshalb? Wieso? Das werden wir bald erfahren. Aber ich sag nur eins. Dieser Schatten, den Peach gesehen hat, der war keine Einbildung. Und irgendwie kommt er mir sehr bekannt vor, oder? Wie geht's euch da so? Wie dem auch sei. Viele kritisieren den Dreck weg. Warum auch immer. Ich mag ihn. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr zum Dreckweg oder generell zu Super Mario Sunshine steht. Seid ihr eher so jemand, der sagt, das Spiel hat doch eindeutig Schwächen? Oder sagt ihr euch, nö, Mann, geilste ever, ich schwör. Wie gesagt, für mich ist es auf jeden Fall das beste und geilste 3D-Mario, aber ich akzeptiere auch, wenn Leute das anders sehen. Ich dachte, es sei um mich geschehen. Ey, warte, du bist es. Du bist schuld an allem. Was? Ja, wie jetzt? Ich bin doch gerade erst gelandet. Als ob ich schuld bin, laber nicht. Worauf wartest du? Unternimm etwas. Dein schmieriges Gekleckse hat meinen Freund besudelt. Sag mal, was leben denn hier für Leute? Suchen sich Unschuldige raus, um für Dinge, also für Dinge zu beschuldigen, die sie nicht getan haben. Ich finde das echt nicht sozial. Ich dachte, ich wäre hier in einem Land, in dem man Urlauber respektiert. Schließlich bringe ich auch das Geld hierher, aber nö, von wegen. Na jedenfalls, dieses Monster hier, das ist schnell besiegt. Mario kennt sich ja auch schon mit solchen Piranha-Viechern aus. Gut, diesmal war es keine Pflanze, sondern ein Schleimmonster, aber wir müssen dem Vieh einfach nur Wasser ins Maul spritzen. Dann krepiert es nach dreimal. Ein wirklich einfacher Gegner, wenn man weiß, wie es geht. Lässt man sich ein bisschen Zeit, entsendet es noch weitere glitschige Biester, aber die können nicht viel. Ihr werdet das Ganze schon noch sehen, denn wir werden nicht nur einmal gegen ein solches Monster kämpfen, sondern noch ein paar Mal in diesem Spiel. Aber was ist denn das? Ein Superstern ist das nicht. Aber ähnlich golden, glitzernd und wunderschön. Es ist eine Shine Sprite. Im Prinzip die Sterne von Super Mario Sunshine. Aber wofür sind sie gut? Gleich erfahren wir mehr.
is now in session. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Ach du Scheiße. Wir stecken in Schwierigkeiten. Go straight that way. You can't miss the mess now. Your first job's to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. Eieiei. Und das ist die Hauptstadt von Isla Delfino. Piazza Delfino. Und da ist schon wieder so ein fetter, ekliger Klecks Schleim. Aber ich muss sagen, ich finde die Sprachausgabe von dem Spiel eigentlich total okay. Ich weiß gar nicht, warum da so viel kritisiert wurde damals. Die gewählten Stimmen sind eigentlich ziemlich gut. Okay, es ist nicht immer lippensynchron, aber hallo, wir reden von 2002. Also, ne? Eines der ersten Spiele für den Nintendo GameCube. Please, chill out. Ja, also ich weiß nicht, die Stimme vom Toad ist eigentlich ganz gut. Die Stimme von Peach sowieso. Von der Richterin fand ich sie auch sehr, sehr gut. Ach, apropos Richterin. Ich weiß ja nicht genau, wo Isla Delfino so geografisch liegt, aber es muss wohl... ja. Es muss US-amerikanisches Recht haben. Denn das Gericht war... ähnlich lächerlich wie die amerikanischen. Nun, wie dem auch sei. Hi, Peach. Oh, Mario, dir geht es gut. Ich wusste, du würdest bestehen. Ja, ich war zwar nur kurz im Knast, aber jetzt geht's mir wieder gut. Fürs Erste. Warum ist der Himmel so dunkel? Er ist nicht lichtüberflutet. Das ist nicht meine Vorstellung eines erholsamen Urlaubs. Ja, wenn das all deine Probleme sind, Peach. Mario, ich möchte auf der Stelle nach Hause. Oh, come on. Weißt du, ich werde hier verurteilt und so und du heulst rum, weil ein paar Wolken am Himmel sind. Ich weiß ja nicht, aber was ist das denn hier? Eine blaue Münze! Im Gefängnis, in dem Mario gerade war. Plötzlich sieht das Gefängnis auch viel kleiner aus und das Bett ist weg. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das eine blaue Münze. Sammle 10 und statte dem Bootshaus in Piazza Delfino einen Besuch ab. Okay, werde ich machen. So,
Habe ich schon erwähnt, dass Super Mario Sunshine ein schwieriges Spiel ist? Nein, habe ich nicht erwähnt? Dann wisst ihr es jetzt. Es auf 100% zu schaffen, ist wirklich nicht einfach. Von den 3D-Marios, sprich Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2, ist Sunshine definitiv das Schwierigste. Das liegt aber auch daran, dass es so viele blaue Münzen gibt. Ich glaube, es sind 240 insgesamt. Und viele von denen sind übelst schwer zu finden. Oh, wo wir gerade beim Thema sind, schwer zu finden. Hier ist übrigens eine... Verstecktes Shine-Sprite. Wir müssen hier random den Sand anspritzen, damit eine Shine-Sprite erscheint. Also die ist wirklich sehr, 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 sehr secret, aber ja. Ich sammle sie einfach jetzt schon ein, weil ich ja eh gerade noch ein bisschen am Labern bin. Und damit dann zumindest noch ein bisschen was nebenbei passiert, während ich labere, kann ich ja noch die ein oder andere Shine-Sprite einsammeln, auch wenn wir offiziell eigentlich was anderes machen sollen, nämlich den Dreck beseitigen. Bevor sich die Polizei jetzt aufregt, ich mach schon, was die wollen. Denn je mehr Shine-Sprites wir haben, desto mehr kommt die Sonne zurück. Das Problem ist nämlich, dass ohne die Shine-Sprites die Sonne... die Insel nicht mehr mit Licht versorgt, und je mehr Shine Sprites wir haben, desto mehr kommt die Sonne eben wieder zurück. Achtet am besten hier mal auf den Schatten, der ist jetzt aktuell hier an dieser Stelle. Wir machen jetzt eine Sidequest, kann man so sagen. Da vorne ist nämlich eine Röhre und die führt uns zu einer Sub-Area, wo man kann sagen, ein Minispiel stattfindet oder halt eine kleine Challenge. Ja, doch, Challenge ist der bessere Begriff dafür. Von solchen Challenges werden wir noch viele sehen. Oder hat man dann einen Dreck weg noch? Moment, ich muss kurz gucken. So, das ist die Challenge. Wir müssen von ganz oben nach ganz unten, ohne zu sterben. Sieht zwar schwer aus, aber ist in dem Fall mega einfach. Und nein, wir haben den Dreck weg noch. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, dass wir auch Challenges machen werden müssen, bei denen wir dann den Dreck weg nicht mehr haben. Und das sind die schwierigsten Missionen in Super Mario Sunshine. Nicht, weil man dann nicht mehr hier den hier machen kann, sondern, ja okay, doch auch deswegen, aber vor allem deswegen, weil die Steuerung ohne den Dreck weg nicht die beste ist. Ich muss generell sagen, die Steuerung in Super Mario Sunshine ist für mich auch ein Kritikpunkt ein kleiner. Also es ist manchmal ein bisschen schwammig. Kamera finde ich übrigens gut, weiß ich auch nicht, was es da zu meckern gibt. Die kann man mit dem C-Stick frei bewegen im Prinzip. Gut, manchmal ist es gelockt, da kann man da nichts machen, aber... Die meiste Zeit ist die Kamera wirklich gut. Okay, vielleicht werde ich das im Laufe des Let's Plays nochmal revidieren, aber ich habe sie ganz gut in Erinnerung, so viel steht fest. Hier, siehst du, ich kann hier voll geil bewegen, wie ich will. Und das ist noch nicht mal in Super Mario Galaxy möglich gewesen. Da konntest du sie nur so ein bisschen intervallweise bewegen hier, ne? So ein bisschen, aber nicht frei wie hier. Also ich finde, Super Mario Sunshine hat die beste Kamera. Punkt. Sorry. Ist so, Mann. Ja, jetzt haben wir schon zwei Secret Shine Sprites gefunden. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns jetzt um die eigentliche Quest. Wir sollen nämlich dieses Zeugs hier beseitigen. So, und die Palma, so heißen die Inselbewohner, werden manchmal von diesem ekligen Schleim eingesaugt. Dann sollten wir ihnen natürlich helfen, weil es ist doch ein bisschen grausam, das mit anzusehen. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Ja, wenigstens mal jemand, der sich auch bedankt und mich nicht beleidigt. Dies ist erstaunlich, nicht wahr? Wo sind die Fernsehkameras? Ah, warte, es ist bereits vorüber. Mist, wie ärgerlich. Also ich weiß ja nicht genau, was hier vorgeht, ja? Aber ich bin nicht der Schuldige. Glaubt mir doch bitte. Es ist jemand, der mir nur ähnlich sieht. Ich weiß nicht, was das soll. Verdammt nochmal. So, wieder so ein Drecksvieh. Aber kann genauso wenig wie das letzte. Deswegen einfach abwarten, hier diese kleinen Biester abschießen. Und immer wenn es das Mäulchen aufmacht, reinspritzen. Ja, das kennt man ja aus anderen Lebenslagen auf jeden Fall. Ach, ouch. Und hier mit diesem Move, diesem coolen Rückwärtssalto, können wir das auch machen. Das Problem ist nur, wenn wir den Mund nicht treffen, wenn er offen ist, dann macht es das Maul zu und verliert kein Leben. Also man muss schon gut zielen. Nun erscheint eine coole Palma-Statue. Princess, look! On the statue's head! Sölle! Mario? Nein. Ja, irgendwie. Aber das kann nicht sein.
Der wahre Übeltäter ist ein Doppelgänger. Nur blau. Hey! Are you fucking serious? Der kann doch nicht Prinzessin Peach entführen. Das macht doch normalerweise nur Bowser. Eine Geiselnahme, sagt der arme Dreck weg. Na, was heißt der arme Dreck weg? Der kann sich schon wehren, wie man sieht. Zack, 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 zack. Okay, wir dürfen nicht zu nah an ihn ran. Jetzt ist es eben wichtig, diesen Mario Morgana, wie er offiziell heißt, mit Wasser zu bespritzen, denn das mag er nicht. Wie die meisten Gegner in Super Mario Sunshine. Ich finde den Titel auch total geil. Super Mario Sunshine. Und das Urlaubssetting, ja, da muss ich glaube ich auch nichts zu sagen. Da bin ich natürlich voll gehypt drauf. Ich finde es super. Ich finde es einfach super. Punkt. Ah, das ist nicht fair. Absolut unfair. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie diese einzusetzen. Ja, ich mach's aber trotzdem. Was zu... Was macht der denn da? Bleib stehen und lach mich nicht aus. Hat er sie noch alle? Sag mal, was ist falsch mit dir? Hey, jetzt hat er schon wieder da Dreck gemacht. Och komm, was soll das denn? Das lässt sich noch nicht mal entfernen. Was zur... Es ist ein Portal. Und zwar das Portal zur ersten Welt. Monte Bianco. Damit geht's dann im nächsten Part weiter, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Let's Play mit einem Daumen hoch bewertet, denn es ist einfach geil. Also, ja, das Let's Play schon auch, aber ich meinte jetzt eigentlich das Spiel. Wenn ihr es nicht kennen solltet, dann entweder guckt es euch an, ihr werdet es nicht bereuen, oder kauft es euch auch und spielt mit mir parallel mit. Super Mario Sunshine ist auf jeden Fall ein krasses Game und ich hoffe, dass auch diejenigen, die das Game vielleicht nicht so mögen, aus den diversen Gründen, hier mal dranbleiben. Es wird einfach episch. Ich freue mich schon Monate drauf. Eigentlich wollte ich ein Remaster spielen, aber das wurde ja bis heute nicht angekündigt. Ich war mir ehrlich gesagt sicher, dass da was für die Wii U kommt oder vielleicht für NX, aber ich hatte einfach keine Lust mehr zu warten. Ich musste es starten. Yeah. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Wie gesagt, bald geht's weiter. Verpasst nicht den zweiten Part. Ciao, euer Domtendo. Hype!